Willkommen zurück zum Let's Play Farthest Frontier. Mein Name ist Koex und in dieser Folge werden wir, denke ich zumindest, das Theater bauen. Ja, das zweite Gebäude, was für die Unterhaltung zuständig ist, für unsere Bewohner. Wir hatten ja schon hier irgendwo, es ruckelt gerade ein bisschen wieder. Leckt manchmal so ein bisschen. So, jetzt geht's wieder. Hatten wir ja schon die Kneipe gebaut, ne? Wo Bier ausgeschenkt wird und ja, und da ist es das zweite Unterhaltungsgebäude. Das möchte ich hier links reinsetzen in das Wohnhausgebiet. Außerdem denke ich, werden wir heute sehen, wie die ganzen Dekorationsgebäude dann aussehen um den Markt herum. Und ja, jetzt werde ich das Ganze hier nochmal einebnen und wir machen dann weiter hier auf der linken Seite. Na, hier ist jetzt genau das, was ich geplant hatte. Die Jägerhütte ist fertig. Hier links kommt jetzt der Wolf. Weil eben hier auf der linken Seite ein Wolfsbau ist. So, und jetzt werde ich den Arbeitsradius mal verschieben. Wir hatten das ja schon in der letzten Folge so angefangen. Ich will jetzt nicht die Rehe hier angreifen. Ne, die gehen eh schon runter. Das möchte ich nicht. Sondern ich setze den bewusst hier rein. Wir sehen hier auch ein paar Wölfe rumlaufen. Das sagt uns auch, dass hier in der Nähe ein Wolfsbau ist. Und nochmal, die Idee ist ja, dass wir jetzt dass die Wölfe hoffentlich schneller spawnen als zum Beispiel Rehwild. Und ja, das werden wir uns in dieser Folge mal anschauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Nochmal ein paar Straßen ausbauen. Dieser Rattenfänger müssen wir jetzt immer so ein bisschen ersetzen, das Ganze. So, was wollten wir noch machen? Ackerflächen machen wir gleich. Dann gehen wir nochmal nach oben links zu den zwei Jägern hier. Da hatte ich mir überlegt, dass wir hier einen Turm hinsetzen, weil hier immer mal wieder ein Bär kommt und ja, es nervt einfach, sich immer wieder darum kümmern zu müssen. Von daher setzen wir einfach hier so einen Turm hin. Und gut ist, dann verbrauchen wir leider einen Arbeiter, aber egal. Dann haben wir ja kein Problem mehr mit dem Bären. So, wie sieht es mit dem Jäger aus? Bringt die Sachen, glaube ich, erstmal weg. Aber es wird jetzt immer wieder aufploppen, wenn das funktioniert. Ne, sollte hier links immer wieder eine Nachricht kommen, dass eben Haupttier in der Nähe ist und wir angegriffen werden. Und ja. So, können wir das Theater schon platzieren? Nee. Wird noch eingeebnet, müssen wir warten. So, die zwei Ackerflächen sind fertig, hier auf der rechten Seite, die wir ja hingesetzt haben, um Tiernahrung zu produzieren. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir das machen können. Wir sind ja jetzt eh fast im Winter. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach Steckrüben, was sie auf jeden Fall auch essen, die Kühe. Ich überlege gerade, was wir da noch reinhauen. Ich glaube, wir versuchen erstmal die Fruchtbarkeit hochzubekommen nebenbei. Das heißt, wir nehmen das noch mit rein und vielleicht nochmal eine Wartung. Glaube ich, ganz schlau. Vielleicht können wir das öfters so machen. Mal schauen, ob das dann funktioniert. Wir gehen gleich auch nochmal auf die anderen Ackerflächen ein. Also hier wird es nicht ganz funktionieren. Weil Karotten natürlich mehr beanspruchen. Das ist aber auch in Ordnung. Dann versuchen wir es hier nochmal mit Steckrüben. Ja, und Klee immer wieder mit reinnehmen, um eben die Fruchtbarkeit zu steigern. Werden wir uns mal anschauen, ob das so funktioniert. So, dann machen wir das hier auch nochmal rein. Und schauen wir uns das Ganze an. So, was ist mit dem Raubtier hier? Genau, ne? Jetzt haben wir hier einen Wolf.
der immer wieder den Jäger angreift. Und ich hoffe mal, dass das dann auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Werden wir beobachten. So, Tiernahrung ist jetzt angebaut. Vielleicht könnten wir noch einen Zaun drumherum packen, damit das Ganze auch nicht angeknabbert wird. Und dann sollte das mit der Nahrungsversorgung ein bisschen besser funktionieren. So, hier mal wieder einen Rattenjäger beauftragen. Ja, Schlägerei hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Das passiert immer dann, wenn die Bevölkerung so ein bisschen unzufrieden wird und gleichzeitig ja zu viel Alkohol trinkt in der Kneipe. Dann könnt ihr so Schlägereien bekommen. Aber das wird bald besser, da mache ich mir keine Gedanken. Das nehmen wir hier den Marktplatz noch mit. Und ja, dann können wir überhaupt mal ein Fazit ziehen oder was heißt ein Fazit, uns nochmal die Ackerflächen anschauen. Ich finde mittlerweile, es funktioniert ja echt gut mit dieser Rotation, dass man eben jede Frucht in einem 3-Jahres-Rhythmus nur einmal benutzt. Dadurch hatten wir jetzt keine wirklichen Probleme mehr mit Krankheiten. Ich denke mal, das ist auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einfach so scharf gestellt, dass es da immer wieder sonst zu Problemen kommt. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hatte ich das ehrlich gesagt nie so viele Probleme, wie wir sie vor ein paar Folgen hatten. Mit diesen Krankheiten, mit den Weltkrankheiten. Jetzt funktioniert das ja echt gut. Das Einzige, was wir nochmal ein bisschen im Blick haben müssen, finde ich, was mir auffällt hier, ne? Fruchtbarkeit ist zum Beispiel bei dem Feld extrem runtergegangen. Da haben wir einfach zu viele Früchte angebaut. Wir sehen es, die zweite Eigenschaft da rechts auf der rechten Seite von unten. Ja, -2 Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Das ist eben etwas, das wir nicht zu oft haben sollten. Was hatten hier die Bohnen? Die hatten +2, okay. Dann haben die Karotten -2. Lachs hat auch -2, ja, okay, das wird das Problem sein. Das heißt, wir müssten hier mal irgendwas tauschen. Vielleicht nehmen wir hier mal die Bohnen raus und nehmen dafür dann Klee rein. Das allein könnte es schon korrigieren, ne? Dass die Fruchtbarkeit dann eher immer weiter nach oben geht. Bei den anderen sieht es, glaube ich, okay aus, da geht es halt nur langsam nach oben. Da werden wir uns dann mit den neuen Ackerflächen, die wir dann hier rechts irgendwo hin packen werden, werden wir uns nochmal intensiver damit beschäftigen. Aber so schwer ist es gar nicht, die Fruchtbarkeit hochzubekommen. So, ne? Hiermit geht es zum Beispiel auch mit dem Kompostplatz. Können wir direkt mal einsetzen. Auf einem Feld. So, was wird angegriffen? So, das sind jetzt auch die ganzen Schläger, okay. Warum sind die eigentlich unzufrieden im Moment? Eigentlich passt doch alles. Nahrungsversorgung ist doch eigentlich in Ordnung. Wir haben genug Proteine, also Gemüse ist da. Obst ist ein bisschen wenig, okay, aber das ist halt so. Milchprodukte. Achso, Milchprodukte, ja. Sehr, sehr guter Hinweis von dem Spiel. Fällt mir gerade auf, wir produzieren ja so viel Milch, was extrem schnell verdirbt. Von der können wir jetzt auch langsamer, wir haben genug Ziegelsteine, eine Käserei bauen. Wo ist sie? Hier. Ja, diese wandelt dann eben Milch um in Käse und Käse ist viel länger haltbar, ja. So, wir sind im Winter. Ich gucke mir nochmal die Statistiken an. Aber wie gesagt, eigentlich haben wir genug Nahrung. Alles gut aus. Wir haben jetzt nur immer mehr Schlägereien und ich verstehe das nicht, warum das so viel ist. Also eigentlich, laut Spiel passiert es nur, wenn die Leute sehr unzufrieden sind und ja, in der Kneipe zu viel trinken. Hier haben wir noch keine Kneipe gebaut, also ist jetzt nur die Kneipe hier auf der linken Seite.
ist die Zufriedenheit noch weiter runtergegangen, weil. Ach, Schuhe. Schuhe und Seife müssen wir uns nochmal anschauen. Wollte ich sowieso machen. Ich drücke mal kurz die Taste R und dann gucken wir mal, was uns ausgeht. Wobei Seife haben wir eigentlich. Wie sieht es mit Schuhen aus? Ja, Schuhe sind viel zu knapp. Schusterwerkstatt, ne? Ich werde jetzt einfach mal einen zweiten Arbeiter reinpacken. Dann sollte das passen. Fälle sollten wir mittlerweile genug haben. Da sind sie. 77, ja, reicht. So, dann gucken wir uns auch nochmal die Seife an. Seifen sie 3, dann packen wir da jetzt auch nochmal einen vierten rein. Lieber ein bisschen überproduzieren und gut ist. Dann wird das auch besser. Dann gucken wir ruhig nochmal kurz hier durch, wenn wir schon mal dabei sind, ob wir von allem genug haben. Käse kommt jetzt bald. Ansonsten bin ich mit der Nahrung eigentlich erstmal zufrieden. Meiner Sicht dürfte da kein Problem vorliegen. Baumaterialien etc. haben wir auch genug. So, dass Nahkampfwaffen fehlen, ist mir eigentlich egal. Armbrüste müssen wir mehr produzieren. Da müssten wir jetzt auch, genau, genug Eisen haben. Das heißt, Armbrüste, ganz wichtig, dass wir da mehr von erstellen. Und der Rest ist erstmal noch nicht so wichtig. Armbrüste, wo war das Ganze? Bruckner Werkstatt, hier ist sie. Vielleicht, dass wir das mal hochsetzen. Und vielleicht sogar Bögen rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir Bögen unbedingt brauchen, wenn wir Armbrüste nutzen können. Wir haben noch 41 auf Vorrat. Wir testen das einfach mal, dass wir jetzt nur noch Armbrüste herstellen. Und gut ist. So, dann können wir uns auch nochmal mit einem weiteren Gebäude auseinandersetzen. Eins der neuen. Das müsste unter Lager sein, oder? Genau, hier ist es. Eine Fassbinderei. Produziert diese Fässer. Ja, braucht Eisen. Darum auch, bauen wir es auch jetzt erst. Und Bretter. Dann gucken wir mal, wo wir das erstmal hinpacken. So, und was macht das Ganze? Es produziert Fässer. Wofür? Für unsere ganzen Lagerhäuser. Dann nehmen wir mal zum Beispiel einen Rübenkeller, ja, und hier sieht man das Feature mit den Fässern, dass wir dann pro Fass, was wir haben, das sind eben immer bis zu 10 Stück, kriegen wir 5% einen Bonus auf die Reduzierung von Verderb, von Nahrungsmitteln und das eben mal 10. Wenn wir jetzt genug Fässer haben, sind das also insgesamt 50%. Und das gibt es für alle Lagergebäude, ne? Also es gibt es jetzt auch für so ein Lagerhaus, wo wir ja aber eigentlich keine Nahrungsmittel groß lagern. Von daher ist es in erster Linie wichtig für die Rübenkeller. Und ja, ne? Darum habe ich jetzt diese Produktion auch schon mal gestartet. Hilft uns bei der Nahrung. Von daher macht das Sinn. So, wo gehen jetzt Feldfrüchte verloren? Achso, Zaun ist noch nicht gebaut. Okay. So, Händler ist wieder da. Wir haben Frühling. Wir schauen mal rein. So lange ist er auch nicht mehr da. Ich gehe nochmal, pausiere das Ganze kurz. Lohnt es sich hier irgendwas zu verkaufen von dem? Nee, ne? Und so viel Gold haben wir dann eh nicht, dass wir viel einkaufen könnten. Sonst würde ich ein bisschen Stein mitnehmen wollen. Wir haben ja genug Geld oben, dann übertragen wir ein bisschen was. Und kaufen Stein schon mal auf. Lohnt sich eigentlich immer. Und wir könnten auch billig Baumstämme kaufen. Finde ich endlich gut. Dann können wir unsere Arbeiter entlasten. So, wo ist jetzt das Gold? So, da kommt es. Ah, ich überlege gerade, ob ich noch mehr einkaufen möchte. Ja, machen wir einfach ein bisschen höher.
So, Feind gesichtet. Was ist das für eine Meldung? Ah, okay. Ne, jetzt sehen wir es hier mal ein bisschen genauer. Das ist eben ein Wolfsbau. Sehen wir jetzt nicht ganz genau, aber durch die rote Umrandung weiß ich das. Und wie gesagt, dieser Wolfsbau produziert eben Wölfe. Und ja, da kümmert sich aktuell unser Jäger drum. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, was könnten wir noch machen? Wir müssen uns natürlich... Oh, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nach und nach natürlich immer weniger Lust drauf, aber vielleicht werden wir doch demnächst einfach nochmal ein paar extra Rattenjäger anstellen. Ja, ihr seht jetzt übrigens, dadurch, dass wir das ganze Eisen mittlerweile auch produzieren und Ziegel, können wir jetzt sehr viele Gebäude theoretisch verbessern. Werden wir auch nach und nach machen. Handelsposten ist eines der ersten, was ich upgraden möchte. Aber schauen wir doch erstmal, dass wir vielleicht unser Theater jetzt hinsetzen können. Jetzt ist es endlich eben genug, dann packen wir das auch hier hin. Und da wir jetzt Holzstämme so ein bisschen eingekauft haben, würde ich sagen, gehen wir hier mal auf mehr Bauhandwerker. Ich gehe mal auf 12. Dann geht das Ganze vielleicht auch ein bisschen schneller vonstatten. Ja, wir haben jetzt einige offene Projekte, die einfach nicht abgeschlossen werden. Bringt jetzt auch nicht viel, wenn man, weiß nicht, 100 Gebäude gleichzeitig in Auftrag gibt. Dann verliert man nur die Übersicht. Von der müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Ich gehe auf dreifache Geschwindigkeit. Vielleicht werden wir ja zur Abwechslung mal wieder angegriffen oder so. So, ich warte auch darauf, dass die Armbrüste so langsam reinkommen. So, Theater ist schon im Bau. Dann würde ich sagen, können wir ja den Handelsposten schon mal verbessern. Das bringt uns das Ganze mehr Lagerkapazität. Bessere spezialisierte Händler. Das ist natürlich das, worauf wir eigentlich aus sind. Der größte Bonus, würde ich sagen, und mehr Robustheit, naja, ist nicht so wichtig. Dann bauen wir das zuerst aus mit unseren Ziegeln, die wir jetzt schon haben. Käserei steht auch, kann ich auch mal zeigen. Ist aber relativ simpel, ne? Wandelt einfach nur Milch um in Käse und Käse ist besser haltbar und länger, von der. Kann man jetzt nicht viel mehr zu sagen. Was haben wir eigentlich mittlerweile? Wir haben jetzt Bestand von 6 von 12. Okay, das ist gut. Wir müssen jetzt natürlich das auch verändern. So, sieht aber gut aus. Ich gucke jetzt nochmal auf die Ressourcen und überlege, ob ich noch eine Ziegelei anschmeißen möchte. Kohle geht, glaube ich, langsam runter, genauso wie Ton. Das heißt, ich lasse es lieber, ansonsten sind die Ressourcen nämlich bald weg.
Ja, und spätestens wenn gleich Theater fertig ist, sollten die eigentlich alle hier aufsteigen können, hoffe ich zumindest. Ansonsten werden wir noch mal ein paar Dekorationen einstellen müssen. Und das funktioniert ja echt gut. Wir haben zwar immer wieder oben links jetzt diese nervige Meldung, dass wir angegriffen werden, aber das war jetzt schon der dritte oder vierte Wolf innerhalb kürzester Zeit. Also auf jeden Fall nicht schlecht. So, wie sieht es mit den Verteidigungsprojekten aus? Hier oben links, Türme sind immer noch nicht fertig. Ich überlege gerade, ob wir hier noch ein, zwei Türme hinsetzen sollen. Da wir jetzt keine Bärenangriffe mehr von oben erwarten müssen, könnten wir den Turm hier auf jeden Fall verschieben. Und wie gesagt, vielleicht nochmal einen zweiten da zubauen. Ich bin mir ziemlich sicher, von der Seite werden sie auch angreifen. Hier haben wir ja noch die Kaserne, mit der wir uns auch gut verteidigen können. So, ich schaue nochmal rein. Armbrüste, jetzt haben wir immerhin plus 1. Ich hoffe, das geht jetzt so langsam nach oben. So, wer wird hier angegriffen? Okay, alles gut. Der Turm ist leider auch noch nicht fertig. So, wo waren wir gerade? Verteidigung und Handelszentrum, ne? Das ist jetzt Stufe 2, Handelsposten, nennt sich dann Handelszentrum. Hat sich jetzt nicht viel verändert, wie gesagt, einfach nur mehr Lagerkapazität, gleiche Anzahl an Mitarbeitern, ja, und es kommen einfach nur bessere Händler und deren Angebot ist gegebenenfalls nochmal ein bisschen anders, ein bisschen größer. Ich glaube, wir kriegen jetzt unter anderem auch Händler, die sowas wie Gewürze mitbringen. Gewürze ist auch nochmal so ein Luxusgut, was wir später brauchen, was wir selber nicht anbauen können. Was wir nur einkaufen können. Ja, und das macht den Handel eben hier so wertvoll, dass man einige Dinge wirklich einfach nicht selber anbauen kann, sondern dass man es nur durch Handel bekommen kann. Gewisse Items. So, Erze nochmal checken, fällt mir gerade auf. Gold sieht noch alles gut aus, Kohle auch. Wie sieht es mit Ton aus hier? Haben wir auch noch genug, ne? Ja. Nicht, dass uns das auf einmal ausgeht. So, was ist mit dem Passbinderei? Da werden wir auf jeden Fall einen zweiten Mitarbeiter brauchen, das weiß ich jetzt schon. Da werden wir jetzt natürlich einen erhöhten Verbrauch von Holzbrettern haben. Wir könnten dementsprechend gleichzeitig mal so eine Sägegrube jetzt wer greift uns hier an? War es noch jemand anderes oder war es? Achso, sind nur die zwei, okay. Als Sägegrube können wir auch verbessern. Was kriegen wir da? Ja, nochmal mehr Arbeitskräfte sind freigeschaltet. Und eine schnellere Gegenstandsproduktion. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann bauen wir die auch aus. Brauchen wir eigentlich für das nächste noch? Theater sind wir ja dabei. 250 haben wir auch fast an Bevölkerung. Und dann brauchen wir nur noch große Häuser. Und dafür brauchen wir mehr Attraktivität. Ach, verdammt. Jäger, das solltest du nicht machen. Okay, haben wir. Das ist ein bisschen schief gelaufen jetzt. Welcher Jäger ist denn das überhaupt? Ist der andere? Verdammt. Okay, ne, Wolfsbau wurde leider gekillt. Das war's jetzt mit dieser schönen Produktion an Wölfen. Aber gut. War klar, dass das möglicherweise schief gehen könnte. So, ein weiteres Jungtier. Das heißt, wenn wir so bei 10 oder 12 sind, dann an Bestand, dann können wir auch anfangen, die Herde zu teilen. Dann bauen wir eine zweite Scheune. Und ja, dementsprechend, ne, wird die Vermehrung der Kühe immer schneller voranschreiten. Wir können mehr Boden fruchtbar machen. Jetzt sieht man es auch nochmal deutlich, ne, dass das eben funktioniert.
So, Frühling, wir warten auf die Händler. Schauen mal, was die anzubieten haben. Wie sieht es mit dem Theater aus? Eigentlich nur noch, dass 1000 Gold da geliefert werden. Das passt schon. So, schauen wir uns mal an, was der im Angebot hat. Der Scorf, das will ich nicht verkaufen. Das auch nicht. Das auch nicht. Honig könnten wir ein bisschen was verkaufen. Da haben wir eh so viel von. Wären wir sonst eh nicht los. So, Seife haben wir ja jetzt erst die Produktion hochgestellt. Das wird, denke ich, passen. Hiervon sollten wir ein paar mitnehmen. So, was können wir gegebenenfalls mal beim zweiten Händler? Und da kommt, glaube ich, auch noch ein dritter Händler. Da haben wir leider nicht so viel Gold gerade. Aber wir könnten wieder Töpferware verkaufen. Na, höchstens Werkzeuge würde ich dann mitnehmen, aber es sind alles gerade überteuert hier, von daher lasse ich das, denke ich. So. Ja, Plünderer gesichtet. Wir werden mal wieder unterbrochen. Aber sie greifen hier einmal von Süden an, da, na, nicht den Helden spielen. Zieh mal den Arbeiter weg. Und wie gesagt, die werden jetzt vernichtet hier. Der Seite auf jeden Fall, da haben wir echt kein Problem. So, wo ist der zweite Angriff? Das ist ärgerlich. Hier laufen dann doch ein paar runter. Wie ist denn das mit der Reichweite von diesem Turm? Von diesem ausgebauten Wachturm? Geht nur bis da. Ja, da müssen wir dann doch nochmal nachjustieren. Das geht nicht anders. Entweder wir bauen eine Mauer vielleicht hier so lang, dass die da einfach nicht lang gehen. Wo ist die Reichweite? Die endet da. Da müssten wir wahrscheinlich viel einebnen, dass das Ganze funktioniert. Oder wir müssen nochmal einen Turm hier hinstellen. Ja, der den Bereich da unten dann auch abdeckt. Vielleicht nochmal hier so etwas erhöht. Kriegen die auch einen riesen Schadensbonus und dann reicht der eine Turm, hoffe ich auch. Also die werden jetzt da wahrscheinlich durchkommen. So, was haben wir hier noch? Oh, jetzt haben wir von oben nochmal einen größeren Angriff. Das heißt, Türme besetzen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze reicht. Es sieht schon nach viel aus. Sind mit Abstand die meisten. Insgesamt waren es auch, glaube ich, 40, ne? Haben wir die Meldung bekommen, 40 Angreifer, das ist schon extrem. Das heißt, wir könnten darüber nachdenken, diese Türme vielleicht auch nochmal abzugraden. Ah, oh, nicht den Helden spielen, nicht den Helden spielen. Einfach alles wegziehen erstmal. So, jetzt ballern die Türme drauf. Dann schauen wir mal, wie gut wir damit klarkommen. Es sind schon verdammt viele, ne? Also, ich hoffe mal, es wird nichts laut. Allerdings haben wir im Moment eh nichts super Wertvolles. So, hier sind sie auch durchgekommen. Dann mal wieder aufbauen. Aber ihr seht, ne? Das ist echt nicht schlecht. Vier Türme, jeweils zwei Schützen. Die sind jetzt gerade mal durch eine Holzmauer durchgekommen.
Also wenn das noch eine Steinmauer wäre, könnten wir eigentlich auch langsamer upgraden zu einer Steinmauer. Dann brauchen die natürlich nochmal länger. Schauen wir mal, ob die irgendwas geklaut bekommen. Ich hoffe nicht. Gehen ja ein bisschen auf die Türme. Ah, vielleicht verlieren wir den Turm da oben rechts. Ich glaube, die haben auch mittlerweile ein paar gepanzerte, ne? Oder mit Schild. Die kriegen weniger Schaden. So, der Turm ist leider weg. So, einer haut ab. Ich hoffe mal, der hat nichts geklaut. Jetzt ist wahrscheinlich der eine Händler weg, oder? Sieht das noch gut aus? Sieht noch gut aus. Wobei, wir sind beim letzten Tag, okay. Können wir das zumindest noch verkaufen? Dann haben wir wieder ein bisschen Gold. Der Rest war mir ein bisschen zu teuer. Dann haben wir hier Letros noch. Ich glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Diesen Händler in diesem Spiel hier. Unterdurchschnittlich, also keine Töpfe verkaufen. Ist sehr teuer. Wir könnten ein paar Fässer einkaufen, aber die produzieren wir ja jetzt selber. Wir könnten, wenn wir viel Gold hätten, könnten wir jetzt diese Rüstung kaufen und später teurer verkaufen. Das kann sich auch manchmal lohnen, aber nee, ich werde hier nichts mehr handeln. Alles gut. So, alles wieder aufbauen. Auch den Turm hier. Und dann einfach nur überlegen, ob wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Turm hier ausbauen. Wobei unsere Verteidigungslinien werden sich ja jetzt bald wahrscheinlich ein bisschen verschieben, ne? Da weiß ich nicht, wie sehr es sich lohnt, jetzt hier noch groß was zu machen. Weil wir sind ja jetzt dabei, unsere Verteidigungslinien, wie gesagt, zu verschieben. So, was haben wir hier? Ja, 150 Mehl haben wir verloren. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Einmal hier unten rechts haben wir ja eine ganz gute Verteidigung, die ja zum größten Teil funktioniert. Auf der rechten Seite, ne, planen wir jetzt schon mehr ein. Das heißt, unsere Türme wandern ja eher nach außen und unsere Verteidigung. Dann brauchen wir auch hier im Handelsdistrikt nicht mehr unbedingt so viel Power. Wenn das Ganze dann funktioniert. Also dafür müssen wir es natürlich nach oben hin noch schützen und zur linken Seite hin, bevor wir das richtig machen können. Aber ja. Das sieht doch ganz gut aus. So. Bauen wir nochmal ein bisschen Wohnraum temporär. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben noch das Gold eigentlich. Mach mal die Priorität hoch, dass wir vielleicht das Theatergebäude noch fertig bekommen. Ja, Käse ist mittlerweile auch da, wie wir unten sehen können. Das ist sehr gut. Eine weitere Nahrungsart, die wir anbieten. Hatten wir ja schon mit Milch, aber Käse ist jetzt länger haltbar. Gemüse, Obst haben wir, Getreide haben wir. Eigentlich haben wir ja im Moment alles, auch wenn vieles davon noch nicht so richtig gut haltbar ist. So, wir haben jetzt mal ein paar Deko-Gebäude fertig bekommen. Können wir uns mal ein bisschen anschauen, ja. Durch diese kleinen Gärten hier oder mittlere Gärten sind es ja, können wir dann auch, wie gesagt, hatte ich ja schon mal gezeigt, Imkereien nutzen, ne? Die haben hier einen höheren Bonus, das sieht man immer an dieser gelben Fläche. So, hier haben wir einfach nur so ein bisschen, ja, mittlerer Platz. Ein Brunnen.
Was kostet das im Moment? Nur ein bisschen Stein. Können wir eigentlich auch mal ausbauen. Ja, und wir sehen, die Attraktivität ist schon ganz schön nach oben gegangen. Teilweise schon über 50%. Liegt aber auch am Theater, was jetzt fertig ist. Und ja, damit haben wir unser zweites Unterhaltungsgebäude fertig. Hier kann man immer noch drüber gehen und sich ein paar Informationen holen. Ne, da steht eben genau ja, Umkreis, wie weit die Reichweite gilt von dem Gebäude. Sieht man ja dann auch von allen Wohnhäusern, die markiert sind. Kostet 20 Gold im Monat. Und wo steht das mit den Wohnhäusern? Genau, da steht es. 30 Wohnhäuser werden dann insgesamt mit einbezogen. Und auf Stufe 2 müssten es dann 40 sein. Aber die Kosten sind recht hoch mit 200 Ziegeln. Ne, aber ihr seht, jetzt ist das ganze Problem hier wieder aufgelöst. Wir hatten ja hier ein Gebäude, wo die Bewohner abgehauen sind, weil die Attraktivität runtergegangen ist. Jetzt sind wir hier fast überall wieder bei über 30%. Und ja. Ne, kriegen jetzt hier bessere Wohnhäuser und damit auch wieder mehr Steuereinnahmen. Also es lohnt sich, das Gold relativ früh im Spiel in Dekoration zu investieren, um eben die Attraktivität hochzubekommen. Und ja, dann können wir auch bald, wie gesagt, damit anfangen, hier das Rechte vielleicht ein bisschen umzubauen, anders zu bauen, werde ich mir mal überlegen. So, das mit den Ratten nervt mich dann doch jetzt immer mehr, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal schauen, ob ich nicht doch das Gold dann investiere. Der Turm oben fertig? Nein, einige Projekte sind noch nicht abgeschlossen. Die sind allerdings fertig. Da könnte ich auch einmal davon upgraden. Zu einem Wachturm. Na, hier genauso. Dass wir da nochmal ein bisschen besser geschützt sind. Und dann schauen wir uns den Turm hier unten nochmal an. Ist noch nicht fertig. Wird dann nach und nach. So, jetzt können wir nach dem Angriff schauen, dass wir vielleicht nochmal die Leute wieder einsetzen, die wir verloren haben. Und haben immer noch genug Arbeiter. Sieht alles auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Eine Ziegel produzieren wir immer noch sehr viele. Das ist sehr gut. Ne? Ansonsten wäre es jetzt auch so, dass wir immer langsamer werden würden, weil wir eben immer auf Ziegel warten müssen. Aber das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Ich bin auch, denke ich, mit 2 Ziegeleien erstmal zufrieden. Und ja, dann haben wir uns in dieser Folge erstmal um alles gekümmert. Ne? Deko-Gebäude plus Theater steht. Viele Wohnhäuser sind aufgestiegen. Jetzt wollen wir natürlich auch so schnell wie möglich die nächste Stufe erreichen bei 65% Attraktivität. Das heißt noch mehr Deko-Gebäude in der nächsten Folge. Und dann bauen wir, wie gesagt, das Wohngebiet ein bisschen um und kümmern uns noch um ein paar andere Sachen. Und ja, dann beende ich an dieser Stelle die Folge und sage bis zur nächsten Folge.